Nach einjähriger Bauzeit lud nun die Gemeinde St. Agatha ein, um die Eröffnung der sanierten und umgebauten neuen Mittelschule zu feiern und sich selbst einen Eindruck zu machen. Endlich haben wir unsere neue Schule. Wir haben lange darauf gewartet und ich muss sagen, sie ist wirklich wunderbar gelungen. Ich bin sehr, sehr stolz, sehr glücklich und sehr dankbar. Wir sind eine kleine, aber feine Schule, haben wir gesagt, und ich bin sehr froh, dass die Frau Landesrätin das auch so gesehen hat und dass wir da diese Schule nicht nur erhalten, sondern auch neu sanieren haben können. Jede Schule ist wichtig und die Infrastruktur muss einfach stimmen. Also uns geht es natürlich in erster Linie um den Inhalt, was im Klassenzimmer passiert, dass wir hier auf die Stärken und Talente der Kinder als erstes achten. Aber ohne den entsprechenden Rahmen kann Bildung auch nicht gelingen. Und wir wollen sicherstellen, dass die Kinder, die Lehrerinnen und Lehrer, also alle, die jeden Tag Schule betreten, das mit großer Begeisterung und Freude tun, dass einfach der Rahmen gegeben ist, damit Bildung, damit Unterricht gelingen kann. Die neue Mittelschule zeichnet nicht nur die hellen, modern eingerichteten Klassenzimmer aus, sondern auch die Nähe zur Natur. Wichtig war mir, dass die Flächen sehr gut bereitstehen. Wir haben also funktionell in der Stirnseite sehr viel investiert, in die digitalen Tafeln. Und an der Rückseite sind dann die Schüler dann mit Fächer einfach sehr gute Ausstattung bekommen. Zeitgemäße Belichtung, das waren ganz die zentralen Themen. Und man hat aber auch geschaut, dass man die Schule da in der Natur stehen lässt, dass man wieder noch Fenster hat, die man öffnen kann, weil dahinter befindet sich bei uns gerade die schöne Steinhügelanlage, wo die Vogelpfeifen draußen. Auch das sollen die Schüler mitkriegen und wir schauen ja sehr auf die Natur, genauso wie wir die Imker da daneben haben. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass man die jungen Menschen heim wieder mit Einklang mit der Natur bringt und nicht nur bei der EDV-Anlagen sitzen hat. Eine Besonderheit der Schule ist der neu sanierte Jung-Imker-Verein Queen's Club, bei denen schon den Kindern der richtige Umgang mit Bienen näher gebracht wird. Sie haben monatlich ein Quenz-Treffen und da arbeiten sie miteinander bei den Bienen im Bienenhaus und das ist ja alles bei uns im Zentrum beieinander. Da wird halt geredet, als erster und Spiele gespielt. Und was gefällt den Schülern am besten? Die Klassenräume sind freundlicher gestaltet worden, das eigentlich gut fürs Klassenklima ist und ja, also einfach schön gestaltet, also mir gefällt schon sehr. Bei einer so schön gestalteten Schule und der gut gelaunten Stimmung wurden auch bei den Erwachsenen Erinnerungen an ihre Schulzeit wach und da haben wir natürlich gleich nach den Lieblingsfächern nachgefragt. Mein Lieblingsfach war Turnen und Englisch. Ich mochte eigentlich immer ganz gern Mathematik, weil da hat man was gerechnet gemacht und dann ist ein Ergebnis rausgekommen und man war fertig. In meiner Zeit, ja, über Geografie sehr stark. Was mein Lieblingsfach war, das ist eigentlich selbst wie ein Buben, es war Deutsch. Ja, dann wünschen wir den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrern viel Spaß beim Lernen und eine schöne Zeit in der nun modernen neuen Mittelschule St. Agatha.